Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde, liebe Zuseher, liebe Zuhörer, wir wollen uns in einem zweiten Teil noch einmal auseinandersetzen mit der Frage der überlieferten Heiligen Messe, mit dem konkreten Anlass der Veröffentlichung des Motu Proprio Traditionis Custodes am 16. Juli 2021. Wir haben im ersten Teil vor allem von der Bulle Quo Primum des heiligen Pius V. gesprochen und da eben ganz klar zum Ausdruck gebracht, wenn wir die überlieferte Heilige Messe feiern, dann tun wir den Willen der Kirche. Dann tun wir letztlich auch den Willen Gottes. Wir feiern die Messe nicht, wie wir es wollen, sondern wie die Kirche es wünscht. Und der Wunsch der Kirche ist, und das wird durch die Bulle Pius V. klar, die überlieferte Heilige Messe, die Messe aller Zeiten ist, die eben nicht eine Erfindung des Konzils von Trient ist, sondern die eben die Messe aller Zeiten ist, die zurückgeht auf unseren Herrn Jesus Christus selbst, auf die Apostel, auf die Urkirche, auf die ersten Jahrhunderte, die eben überliefert ist durch alle Jahrhunderte. Im zweiten Teil möchte ich noch einmal Werbung machen. Ich habe es schon zitiert im ersten Teil oder genannt. Die alte und die neue Messe, die Rechtslage hinsichtlich des Ordo Missae von Prälat Universitätsprofessor Dr. Georg May. Kaufen Sie sich dieses Buch und studieren Sie es. Ja, Sie werden da viele Klärungen finden. Er spricht eben darinnen sehr klar über die Mängel des Novus Ordo Missae, des neuen Ritus der Messe in dogmatischer Sicht, in pastoraler Sicht. Professor May, der große Rechtsgelehrte, bringt dann ganz klar zum Ausdruck, dass die Einführung des neuen Messritus durch Paul VI. Ein ungerechtes Gesetz ist, dem man nicht folgen braucht. Und er spricht dann auch noch, und das ist auch wichtig, die Lage der Gesetzgebung in der aktuellen Zeit, ja, in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo man eben wirklich ganz viele Mängel auch in der Gesetzgebung der Kirche hat, bis auf den heutigen Tag. Ja, und hier gilt es auch, diese ganze Rechtslage erneut zu studieren. Wir können nicht auf alles genau eingehen. Ich möchte jetzt ein paar Punkte nur noch zitieren aus der kurzen kritischen Untersuchung des Novus Ordo Missae, eben am 25. September 1969 von den Kardinälen Ottaviani und Bacci an den Papst gerichtet, an Paul VI. Und diese Schrift hatte dann Folgen. Es musste die allererste Druckausgabe eingezogen werden, ja, des neuen Messbuchs, weil in der allgemeinen Einführung des Missales wirklich mehrere Stellen zu finden waren, die glatte Häresien waren. Das hat man dann geändert, korrigiert, verbessert, unbefriedigend verbessert, aber den Ritus der Messe hat man nicht mehr verbessert. Ja, der ist schwer mangelhaft geblieben. Einige Ausführungen seien jetzt hier zitiert. Was ich hier sage, ist lange nicht vollständig. Man müsste wirklich über viele Stunden dieses Thema erörtern. Vielleicht kommen wir mal dazu und können das dann auch tun. Erstens einmal, das Geheimnis des Kreuzes ist nicht mehr ausdrücklich ausgesprochen, nur auf dunkle, verschleierte, für das Volk unkenntliche Weise. Und das steht sogar im klaren Widerspruch
zu den Vorschriften des Zweiten Vatikanischen Konzils, zur Konstitution Sacrosanctum Concilium, Nummer 48. Die Heilige Messe ist die unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers. So hat man es immer im Religionsunterricht, im Katechismus gelernt. Ist den Gläubigen, die in die neue Messe gehen, wirklich immer bewusst, dass das hier geschieht? Dass es die Erneuerung des Kreuzesopfers ist? Und was für ein Opfer handelt es sich bei der Messe? Wer ist der Opfernde? Das ist auch im Novus Ordo oft schwer zu finden, dass Christus der Opfernde ist, dass der Priester das Opfer darbringt. Die Stellung des Priesters ist in der neuen Messe nicht mehr wirklich befriedigend klar. Die Herabsetzung des katholischen Priestertums in all den letzten Jahrzehnten in der katholischen Theologie, auch im sogenannten Lehramt der nachkonziliaren Zeit, im Konzil selber, das ist nicht mehr katholisch. Das müssen wir ganz klar sagen. Klaus Gamber, der große Regensburger Liturgiewissenschaftler, hat das einmal so schön zum Ausdruck gebracht. Im Abendmahlsaal gab es kein Volk. Da waren nur die Apostel da. Zuerst kommen die Priester und dann kommt das Volk. Das ist natürlich höchst unmodern. Darum ist in all den Texten der vergangenen Jahrzehnte eben ja, eine mehr oder weniger protestantische Sicht eingeflossen. Sogar in den besseren Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils, Presbyterorum Ordinis etwa, da kommt immer zuerst das Volk. Immer zuerst die Gläubigen, dann die Priester. Das ist aber nicht katholisch. So hat es die Kirche vorher nicht gelehrt. Da könnte man jetzt natürlich lang und ausführlich drüber sprechen. Da werden sicher die einen oder anderen Einwände kommen, die beantwortet werden müssen. Aber zuerst ist Christus da, die Apostel da, und die bauen die Kirche auf. Das Volk kann nicht die Kirche aufbauen, sondern die katholische Kirche ist eine hierarchische Kirche. Die Ursache dafür, dass der Opfergedanke nicht klar zum Ausdruck gebracht wird, liegt in nichts anderem als im Unterdrücken der zentralen Realpräsenz, die in der eucharistischen Liturgie so leuchtend hervortrat. Wie schön wird die Realpräsenz sichtbar in der überlieferten Heiligen Messe. Und wie sehr ist das untergegangen im neuen Messritus? Die Kniebeugen. Die unzähligen Kniebeugen etwa. Oder die Purifikation der Finger. Die Haltung der Konsekrationsfinger nach der Wandlung. Dann die Reinigung der heiligen Gefäße nach der Kommunion. Die Palla zum Schutz des Kelches. Die innere Vergoldung der heiligen Gefäße. Der konsekrierte Altarstein, die drei Altartücher, die Danksagung im Knie, und ich zitiere jetzt wörtlich aus der kurzen kritischen Untersuchung,
Die Danksagung im Knien ist abgeschafft, die durch eine groteske Form der Danksagung von Priestern und Gläubigen im Sitzen ersetzt wird, in der die stehende Kommunion ihre abwegige Vollendung findet. Ja, man steht und dann sitzt man. Ja. Freilich, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr knien kann, ist was anderes. Aber man hat die Haltungen der Anbetung aufgegeben. Nach und nach aufgegeben. Der Glaube an die Realpräsenz schwindet. Und noch bei der Einführung der Möglichkeit der Handkommunion durch die Bischofskonferenzen, durch die einzelnen Bischöfe, war gefordert von Paul VI., dass es zu keinem Glaubensverlust, zu keinem Ehrfurchtsverlust und zu keinem Partikelverlust kommen darf. Und nur wenn das gewährt ist, dann. Der Glaubensverlust, der Ehrfurchtsverlust und der Partikelverlust sind immer da. Noch Anfang des 21. Jahrhunderts hat die Gottesdienstkongregation eben ein entsprechendes Schreiben herausgegeben und eingemahnt, dass etwa die Kommunionpatene zu verwenden ist. Wo wird im Novus Ordo eine Kommunionpatene verwendet? Nirgends oder fast nirgends. Ich kenne vielleicht eine oder andere Ausnahme, aber es sind absolute Ausnahmen. In welcher Kathedralkirche Österreichs etwa oder Klosterkirche wird die Kommunionpatene verwendet? Es sind nur einige Ausnahmen. Selbst die Weisungen der letzten Jahrzehnte, die etwas Gutes bewirken sollten, werden fürchterlich missachtet. Schließlich, der zentrale Opfergedanke ist geschwunden. Man sieht den Priester nicht mehr als den Opferpriester. Das ist etwas ganz, ganz Wesentliches für den katholischen Glauben. Der Priester ist Priester, um das heilige Opfer darzubringen. Der Priester ist vor allem Priester, um das heilige Messopfer zu feiern. Quelle aller Gnaden. Der Mittelpunkt, das Zentrum des christlichen Lebens. Es ist eine völlige Verminderung dessen, was der katholische Priester überhaupt ist. Ein anderes kleines Beispiel. Das doppelte Confiteor zeigte den Priester, wie er im Gewande des Dieners Christi und in tiefer Verneigung sich der hohen Aufgabe des Tremendo Mysterium, das er zu feiern sich anschickte, ja sogar des Eintretens in das Heiligtum der Heiligtümer, als unwürdig bekannte und die Vermittlung der Verdienste der Märtyrer anrief, deren Reliquien den Altar umschloss. Beide Gebete, da am Ende dann des Stufengebetes, sind abgeschafft. Ja, das doppelte Confiteor. Zuerst muss einmal der Priester bekennen, bevor er ins Heiligtum eintritt. Die neue Messe, der neue Ritus der Messe, man sollte es präzise eigentlich immer so sagen, es gibt keine neue Messe, ja, es gibt einen neuen Messritus, der ist Frucht einer furchtbaren Profanierung. Gerade in allen äußeren Umständen des Opfers auch, als Zeichen des Heiligen. Wie sehen die modernen Kirchen aus? Ist da die Heiligkeit wirklich noch sichtbar? Was man oft sieht in einer modernen Kirche, ist nur den Architekten. Nicht, dass ein Bild vom Architekten dort hängen würde,
Aber man weiß dann, das ist die Kirche von dem. Dieser Architekt hat das gemacht. Der ist der Mittelpunkt. Man findet eigentlich nichts mehr. Die Altäre sind fürchterlich profaniert. Sind nicht mehr als Ort der Heiligkeit wahrnehmbar. Und das führte natürlich zu einem ganz großen Exodus. Die Kirchen haben sich vor allem gelehrt durch die neue Messe. Vor allem. Natürlich auch durch andere Dinge, selbstverständlich. Aber der Mangel an Heiligkeit in der Heiligen Messe, das Verschwinden des katholischen Dogmas aus der Heiligen Messe, das hat die Gläubigen letztlich auch von der Wahrheit dann abfallen lassen. Ja, es gäbe hier ganz viel zu sagen, ja, aber die Kardinäle Ottaviani und Bacci waren da wirklich mutig, das dem Papst ganz klar zu sagen. Und das ist Pflicht. Ja, das ist Pflicht. Der heilige Thomas von Aquin sagt das auch ganz klar, dass man die Oberen zurechtweisen muss, wenn der Glaube in Gefahr ist. Ja, und das haben die Kardinäle Ottaviani und Bacci erfüllt. Der katholische Glaube ist in Gefahr durch Papst Paulus VI. Man muss ihn zurechtweisen. Ja. Auch wenn da nichts geschieht, aber das bleibt die Pflicht. Ich kann Ihnen empfehlen, den Brief des Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Pius X. zur Veröffentlichung des neuen Motu Proprio zu lesen. Warum ist die tridentinische Messe nach 50 Jahren immer noch ein Stein des Anstoßes? Zuallererst müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, dass die Heilige Messe eine Fortsetzung des verbissensten Kampfes aller Zeiten ist. Die Schlacht zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans. Liebe Freunde, wir müssen wirklich tiefer erkennen, was in diesen Tagen geschieht. Erneut erkennen, was seit vielen Jahrzehnten geschieht. Es ist der Kampf zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans. Wir müssen das, was hier geschehen ist, übernatürlich einordnen. Übernatürlich einordnen. Wir sind einmal mehr herausgefordert, treu zu sein. Treue Katholiken zu sein, Jesus Christus treu zu bleiben. Wie viele Seelen, und der Generalobere erkennt das so schön, befinden sich in völliger Verwirrung. Wir müssen ihnen helfen. Nicht, weil wir selber irgendwie bessere Menschen wären, heilig wären, sondern weil wir dank der Gnade Gottes eben, gerade auch durch unseren Gründer, Erzbischof Lefebvre, diesen Schatz bewahrt haben. Weil er das Werkzeug Gottes war und ist, dass der Schatz der Tradition erhalten bleibt. Niemand kann in Zweifel ziehen, so Don Davide Pagliarani, dass während der letzten Jahre zahlreiche Priester und Gläubige diese Messe entdeckten und sich dadurch einen neuen geistigen und moralischen Horizont näherten, der ihnen den Weg zur Heiligung ihrer Seelen eröffnete. Und das ist etwas unglaublich Wunderbares, dass die Jugend und die jungen Priester nach der alten Messe streben. Die Wahrheit entdecken. Das ist eine unglaubliche Gnade Gottes, dass sie auf den richtigen Weg
gelangt sind. Sie sollen auf diesem rechten Weg verbleiben. Sie sollen sich nicht einengen lassen, einschüchtern lassen. Lesen Sie diesen Brief des Generaloberen aufmerksam. Betrachten Sie ihn in Ihrem Gebet. Es geht bei der Heiligen Messe um alles. Es geht eben um die Heiligkeit. Es geht um unser letztes Ziel. Es geht um die Erlösung. Und wenn dieses Motto proprio, Traditionis Custodes, am 16. Juli publik wurde, so ist auch das übernatürlich von Bedeutung. Der Berg Karmel, unsere liebe Frau vom Berge Karmel. Der Berg Karmel wird im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, eben auch zu einem ganz wichtigen Schauplatz im Kampf um die Wahrheit. Und das Gute wird siegen. Die Götzenpriester, die Baalspriester, die Priester der Weltlichkeit, die werden ihr Ende finden. Jesus Christus, heri et hodie, ipse et in saecula. Jesus Christus wird siegen. Da können wir gewiss sein, auch in dieser Schlacht, die es jetzt auszukämpfen gilt. Liebe Mitbrüder, liebe Gläubige, liebe Freunde, bleiben wir einfach treu. Treu der Überlieferung unserer heiligen katholischen Kirche. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.